in der Stadt, wenn es ein Bänkli hat und geregnet hat, muss man so machen, oder? Also man kann zumindest. Und das ist jetzt einfach scheiss Regenwasser, Hoffi, und nicht nur ein Bänkli. Bänkli sage ich. Es ist übrigens noch gut, wenn man schaut, dass ob einem kein Baum ist, oder wo Vögel raufhocken und abschießen. Okay, da ist das grosse Münster von Zürich. Da habe ich jahrelang immer kleine Spenden bekommen. Da bin ich auch dankbar dafür. Aber ich bin jetzt genauso dankbar, dass ich da nicht mehr vorbei muss. Das war ein bisschen mühsam. Ja, jetzt gehen wir noch schauen, ob die wertvollste Bibliothek in Zürich. Oh, jetzt habe ich die Hände an den Haaren abgestrichen. Ich depp. Ja, egal, ich kann da die Haare waschen. Muss ja wohl. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war jetzt Dummheit gewesen. Müssen wir auch nicht nachher machen. Eben die wertvollste Bibliothek von Zürich, meines Erachtens. Eben einfach, weil Nimm- und Bring-Bibliothek ist dann halt so, wenn jemand zum Beispiel irgendwie gute Bücher über Makrobiotik oder so hat und dann gibt sie dann alle miteinander dort ab, oder? Dann hat man wirklich so alles wichtig beieinander. Und sonst müsste man ja in einer wirklichen Bibliothek zum Thema jeweils das Zeug zusammensuchen gehen. Voilà, dann gehen wir jetzt hin. Es ist eben am Schiffen. Tudu! Jetzt kommen wir dann auf den Fahrplatz von der Kirche. Vom grossen Münster. Mit so einem verdreckten Fasnachtsboden. No. Das ist da der erhabene Platz. Sag ich mal. Da Eingangstüren. Jetzt gehen wir rein und schauen noch Polkenfenster. Das ist ja noch oft geil. Also easy, das ist halt so, wie heutzutage die Kirche läuft, innen raus, erledigt. Der, der so tönt, das bin ich.